Was gibt's? Oh, das Gesicht kenne ich nur zu gut. Es geht um ein Haus, das grüne und braune, oder? Du hast ein Problem damit, nicht wahr? Ja, das konnte ich schon von Weitem sehen. Hör zu, ich bin der Meister meines Fachs. Ich und die Jungs, wir sind echt Profis. Und wir meckern nur selten über die Arbeit anderer Handwerker. Aber dieses Haus, oh Mann, das ist mit Abstand die schlampigste Arbeit, die ich je gesehen habe. Hahaha. Also, lass dir das eine Lehre sein. Vertrau nicht einfach jedem dahergelaufenen Amateur. Komm lieber zu einem Profi. Aber gut, erzähl mir, welche Beschwerden deine Passagierin hat. Wie? Sie schläft? Oh, natürlich. Sie ist sehr empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Stell dir nur mal vor, wie kalt ihr sein muss. Mal ganz abgesehen von ihrer trockenen, schuppigen Haut. Nein, nein, sie braucht ein System, das die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit regelt. Zum Glück ist das Gebäude so baufällig, dass es genügend Risse für Kabel und Elektronik gibt. Also gut hier, ein paar Pläne und Schaltbilder für eine schöne universelle Anlage. Top-Qualität. Eine Gefälligkeit, denn wie könntest du deine Schulden bezahlen, wenn dein Schiff auseinanderfällt? Du bist gut ausgeschlafen, wahrscheinlich weil du nie lange wach liegst. Wahahaha. Verstehst du? Weil du deine Schafe an Bord zählen kannst. So gut. Aha. Seltenst so gelacht. Hahaha. Stella. Es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Sich im Haus einer Familie das Leben zu nehmen, ist so klischeehaft. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Ich wollte einfach nur Schluss machen, weißt du? Selbst entscheiden und nicht einfach abwarten, was passiert. Ich war schwach. Das tut mir leid. Oh, wie ironisch. Ich komme mir gerade so selbstsüchtig vor. Manchmal wollte ich wirklich so wie du sein. Aber nur ganz selten. Ach Mist, umarme mich. Erstmal geben wir noch was zu essen. Vielen Dank, das hatte ich gebraucht. Du schaffst es einfach immer. Kommst du jetzt wieder? Rede auf deinem Schiff mit Gwen. Okay. Hier war da noch so eine Gartenhütte. Komme ich da jetzt rein? Männer nicht. Na gut. Na, was kommt jetzt? Hör zu. Es mag vielleicht ein Schock für dich sein, aber ich bin bereit zu gehen. Ich kann einfach nicht mehr dagegen ankämpfen. Aber es ist in Ordnung. Ich weiß, dass du bei mir bist. Bring mich zur Immerpforte, wo du Charan getroffen hast. Ich bin bereit, glaube ich. Oh nein. Ich will aber nicht, dass du jetzt gehst. Wie traurig. Okay. Oh, die ist rot. Muss ich jetzt dahin? Tatsache. Oh. Das sieht anders aus als sonst. Rotes Wasser.
Wir scheinen da zu sein. Wo ist Gwen? Da bist du nicht. Da. Na, wo willst du hin? Okay, da wären wir. Ich nehme an, ich hatte auf diesen Moment gewartet. Früher oder später wirst du mich begleiten, meine Liebe? Klar. Danke. Oh, kommen die anderen auch mit? Wir sind da. Stella, hör zu. Ich wollte dir etwas geben. Ich hatte es in meiner alten Spieluhr versteckt. Ich weiß nicht warum, aber für mich war das immer das beste Versteck. Hier, mein altes Feuerzeug. An dieses alte Ding habe ich lange nicht mehr gedacht. Es funktioniert kaum noch. Ich habe es von Vater gemopst, als ich 12 war. Bitte behalte es als Erinnerungsstück an mich. An die guten Zeiten und an die schlechten Zeiten. Beide existieren zusammen, miteinander verknüpft. Wenn du eins von mir gelernt hast, dann hoffentlich das. Oha. Konnte dem wohl nicht entkommen, oder? Dass ich jetzt hier bin? Du kennst mich doch. Ich halte mich nicht gerne in der Vergangenheit auf. Vor allem, weil ich mich immer davon überwältigt gefühlt habe. Sie war wie eine unbändige Welle der Verbitterung. Aber selbst jetzt noch frage ich mich, ich weiß nicht, ob ich es je versucht habe, eine Verbindung aufzubauen. Und ich war mir so sicher darüber. Meine Meinung hat sich einfach nie geändert. Du weißt ja, was ich immer gesagt habe, dass Leute kommen und gehen, sich aber nicht beachten. Das haben sie nie wirklich getan, dass wir immer nur parallele Leben führen, allenfalls angrenzende Leben. Nun, das ist Humbug. Das erkenne ich jetzt und du bist der Beweis dafür. Und nicht nur du. Mama hat sich ebenfalls gesorgt, auf ihre eigene Art und Weise. Und andere hier, selbst unter den gegebenen Umständen. Bei Vater bin ich mir immer noch nicht sicher. Ich sollte ihm jetzt wohl vergeben. Den letzten Funken Stärke in mir finden. Würde mich das zu einer besseren Person machen? Würde es etwas ändern? Vielleicht. Aber nach all dem ist es mir wohl egal. Und es spielt auch keine Rolle. Weil ich meine beste Freundin bei mir hatte. Ich hatte dich. Du bist eine wundervolle Person, Stella. Ohne dich wäre mein Leben nicht dasselbe gewesen. Das Licht, das du mir gezeigt hast, war mehr als nur ein Leuchtfeuer. Es konnte mich führen. Aber ich war zu blind, um es zu sehen. Meine Sonnenbrille war zu undurchsichtig. Okay, gehen wir. Ich kann nicht länger warten. Danke, Stella. Danke, dass du mich hierher gebracht hast, obwohl du es nicht wolltest. Danke, dass du mir einen Tritt in den Hintern verpasst und an meinem Stolz gerüttelt hast. Vergiss nie, dass ich dich so sehr geliebt habe, wie ich nur konnte. Leb wohl, meine Freundin. Wir sehen uns dort. Voll traurig.
Schön. Was jetzt? Hey. Endlich treffen wir uns. Von Angesicht zu Angesicht. Ich beobachte dich schon sehr lange, Stella. Aus der Ferne, aber dennoch nahe. Du bist auf Abstand geblieben, aber du wusstest, dass ich da war. Verborgen in jedem Schatten, lauernd in jeder Stille. Ich war schon seit Anbeginn ein Teil von dir. Selbst als meine Existenz nur ein entfernter Gedanke war. Und während deine Lieben sich um sich geschart und mit Fürsorge und Zuneigung überschüttet haben, habe ich gewartet, lautlos. Deine Freude, dein Stolz, deine Fröhlichkeit, Augenblicke des Lachens, der Seligkeit, der Freundschaft, geschwunden. Ich weiß, dass es dir so vorkommt, als sei es erst gestern gewesen, aber die Sanduhr wurde umgedreht und schließlich hast du mich gefunden. Geh jetzt, denn ich bin noch nicht vollständig erwacht. Nimm deine Pflichten wieder auf. Führe deinen anmutigen Tanz weiter. Wir werden uns wiedersehen. Schon bald, seelenfair Frau. Wow, was war das denn? Wie krass. Gwen ist weg. Seelenblume. Schön. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.